Moin! Ah, oh, Leute, es ist sowas von kurz vor 12. Mittwoch ist der Umzug und ja, es ist schon etwas chaotisch. Hier liegt jede Menge neues Werkzeug. Oh Gott, aua! Der Gaming-Tisch wird verlost. Und ich habe ja letztes Mal schon diese ganzen Pakete hier angeteasert. Zuallererst Feedback zum Auto. Ich verstehe, dass euch das nicht ganz so abholt irgendwie. Insofern lasse ich euch mit dem Thema einfach in Ruhe, weil das Feedback war ja doch sehr eindeutig. So, erstmal dudelt meine Musik hier herum. Ich höre gerade Within the Ruins. Mega nice Band. Also, es ist ja so, am Mittwoch ist der Umzug in unsere zweite Werkstatt. Manche haben das ein bisschen missverstanden und bei Instagram gefragt, Digga, bist du schon umgezogen? Ich zieh nicht um. Wir machen nur eine Zweitstelle auf sozusagen. Und das bedeutet, dass ein paar Maschinen gehen müssen. Und welche das sind, das werde ich euch heute sagen. Zuallererst kann ich sagen, hier sind auch neue Sachen. Zum Beispiel eine neue Drechselbank von Laguna. Ihr kennt von mir, von Laguna, meine Absaugung schon und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Und da ich jetzt bald deutlich mehr Platz hier habe, will ich einfach neue Sachen ausprobieren. Beim Thema Drechseln fragt ihr sehr oft nach, machst du das überhaupt noch? Tatsächlich ja, in Projekten eher selten, weil es halt sehr speziell ist, aber es macht mir persönlich viel Spaß. Also das ist tatsächlich, ja, man könnte sagen, mein Hobby vom Beruf. Jetzt aber, ja, zeige ich euch, was in dieser großen Kiste ist. Also da ist eine sehr große Kiste und da ist nur eine einzige Sache drin. Ihr könnt ja jetzt schon mal unten raten, was ist in der Kiste drin? Vielleicht erratet ihr es. Zuallererst mal jetzt, welche Sachen werden gehen und warum? Also, die erste Sache, die geht. Meine Bohrmaschine. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir machen eine Zweitstelle auf. In dieser Zweitstelle wird vor allen Dingen Richard sehr viel arbeiten. Richard ist mein Angestellter und Richard ist so ein bisschen mein kleiner Diamant. Auf den muss ich aufpassen. Die Aufnahme sehe ich gerade, sieht total blöd aus, deswegen nehme ich die Kamera wieder. Aber das Wichtigste ist, in der Werkstatt werden alle kommerziellen Sachen gemacht. Das heißt, wir werden da viele Sachen hin abgeben, die ich sehr lange sehr liebevoll benutzt habe. Einfach damit der höchstmögliche Qualitätsstandard da erreicht wird. Und das geht immer Hand in Hand, das versuche ich ja bei YouTube immer zu sagen. Die Profimaschinen sind halt auch extrem sicher in der Regel. Meine große Flott wird auf jeden Fall auch rübergehen. Und ihr habt wahrscheinlich in anderen Videos schon gesehen, dass ich ja jetzt schon länger hier eine kleinere Bohrmaschine von Diktum stehen habe. Wie man sieht, habe ich damit auch schon gebohrt. Die funktioniert tatsächlich super. Und ihr werdet es gleich sehen, wir kommen dazu noch, es wird ein gewisses Schema sich hier durchsetzen. Aber die alte Flott geht auf jeden Fall rüber, denn Reggie braucht eine Bohrmaschine. Dann, oh, das tut fast noch mehr weh. Mein riesen Panhans-Dickenhobel geht natürlich auch rüber, einfach weil das Sinn macht. Diese Maschine ist ein Biest. Es ist einfach, ich sag's euch ganz ehrlich, es fällt mir extrem schwer, die Sachen darüber zu stellen. Aber es macht für mich überhaupt keinen Sinn, zwei komplett eingerichtete Profi-Werkstätten zu haben, weil das ist einfach irgendwie Quatsch. Also ich komme dazu noch. Aber das ist eine Production-Maschine und die geht auch rüber. So ist das halt einfach. Wir brauchen da Qualität. Was auch rübergeht, einer der Hubtische, was? Die Bandsäge und die große Tischfräse. Man sieht schon, wo das hinführt. Und oh Gott. Die ganzen großen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auch meine Formatkreissäge geht auch rüber. Weil es einfach Sinn macht. Es sind die Maschinen, mit denen wir hier produzieren. Und weil wir produzieren wollen, werden sie dann drüben stehen. Die sind ja nicht weg. Die Werkstatt ist nicht mal weit weg von hier, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie komisch sich das anfühlt. Oh Gott! Es fühlt sich mega komisch an, weil das halt die Sachen sind, mit denen ich seit 3 Jahren jeden Tag arbeite. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Aber es bietet mir auch eine riesengroße Chance, zu der wir später nochmal kommen. Jetzt zuallererst löse ich mal auf, was in diesem riesen Karton ist. Und dann fangen wir auch an, auszupacken, denn wir müssen das Chaos lösen, indem wir Sachen auspacken, umräumen und schon Sachen für den Umzug wegstellen. Hä? Also, erst noch schnell zur Kiste und dann geht's weiter. Beziehungsweise, wir packen erst die anderen Sachen aus, zur großen Kiste kommen wir später. Sorry.
Oh boy. Das sind jetzt schon Einzelteile. Falls ihr euch fragt, warum ich das jetzt auspacke und nicht noch warte, bis der Umzug war. Am Montag ist bei uns Müll und ich will alles schon abgeben. Deswegen will ich die ganzen Kartons loswerden. Also ihr habt schon ein paar Sachen gesehen. Ich mache jetzt weiter einen Zeitraffer, packe alles soweit aus, sortiere schon ein bisschen und dann wird sich das ein oder andere vielleicht schon ergeben. Oh. Auspackorgie hier. Was ich sehr, sehr cool finde, wir haben hier auch solche Zwingen, die habe ich mitbestellt. Die sind sehr ähnlich zu den blauen P-Head-Zwingen, bis auf dass sie nicht vom P her sind. Und sie haben aber, anders als die P-Head-Zwingen, einen drehbaren Griff. Das ist tatsächlich ganz cool und das ist eigentlich das Ganze. So schwer mir das fällt, manche Sachen hier wegzuräumen, es bietet mir halt auch die Chance, was anders und neu zu machen. Und ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, das ist manchmal einfach mega, mega spannend. Ah, hier ist ja noch diese Kiste und ihr habt schon ein paar Sachen gesehen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich zu dieser Kiste ein ganz eigenes Video mache. Ich weiß es aber noch nicht. Zuallererst bin ich jetzt hier gelandet, weil jetzt werden die Teile langsam brutal schwer. Das hier ist eine Fahreinrichtung für die Drechselbank. Gott, das ist so nützlich. Ah ja. Moin. 40 Kilo. Deswegen ist das Paket schwer. Ich habe mich schon gewundert. Ich werde das jetzt hier auspacken, ein bisschen zusammenbauen und dann werde ich gleich wieder in die Kamera reinkommen, sobald sozusagen wir uns hier an die Drechselbank an sich machen. Ich gucke mal eben, was die wiegt. Gott, die ist bestimmt noch viel schwerer. Wo steht es? 200 Kilo. Moin, das wird ja... Also, alles in ein Paket wieder verpackt und schon rausgebracht. Gott. Aber dieses Paket mit 200 Kilo, oh, es ist so schwer. Ich überlege, ob ich jetzt doch eben den Schwenk mache und euch noch was erzähle. Und zwar... Was ist das? Das ist eine andere Tischkreissäge. Und ein weiterer Grund, warum wir nicht riesengroße Maschinen wieder hier reinstellen, ist ein ganz ehrlicher Grund. Wir machen zwei Sachen. Wir arbeiten als Tischler und wir haben einen YouTube-Kanal, wo wir euch motivieren wollen, mit Holz zu arbeiten und euch Tipps und Kniffe geben wollen, wie alles funktionieren kann. Und dabei gibt es ein mega Riesenproblem, was mir aufgefallen ist. Ich gebe euch regelmäßig Sicherheitstipps an einer Maschine, die eine Grundvoraussetzung bietet, die ihr gar nicht habt in der Regel. Eine Formatkreissäge ist eine sehr, sehr sichere Säge, das sage ich immer wieder. Aber ich weiß, dass wahrscheinlich 98% meiner Follower keine Formatkreissäge haben, keinen Platz für eine Formatkreissäge haben und wahrscheinlich nicht mal eine haben wollen, weil sie in Wirklichkeit das Ganze als Hobby nutzen. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, ist mir eine Sache aufgefallen und ich habe mir gedacht, Jonas, das ist alles schön und gut, was du erzählst, aber es hat wenig Mehrwert für die meisten von euch. Einfach weil die Sicherheitstipps, die ich gebe, für eine Maschine gelten, die die meisten nicht haben. Das ist einfach völliger Quatsch. Und ich meine jetzt damit nicht, ihr seid doof, ihr habt nicht so eine Säge, sondern ich meine, ich bin einfach ein Vollidiot. Weil meine Botschaft, die ich sende, zwar, glaube ich, grundsätzlich richtig ist, aber für euch vielleicht teilweise schwer nachmachbar, einfach weil die Umstände ganz anders sind. Und deswegen habe ich mich jetzt für eine völlig andere Tischkreissäge entschieden. Eine, die viel, viel mehr dem nahe kommt, womit ihr arbeitet. Einfach damit wir zwei Sachen machen. In der großen Profi-Werkstatt Kundenaufträge bauen. Da kommt es darauf an, dass wir einfach das Beste vom Besten nutzen. Das ist mein Qualitätsanspruch. Bei YouTube geht es aber ganz um was anderes. Ich möchte euch zeigen, wie ich arbeite und da geht es dabei darum, euch mitzunehmen. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da versucht, bei den Tipps und auch bei den Projekten für euch einen möglichst hohen Mehrwert zu haben. Zu zeigen, ey Digga, ich habe die fettesten Maschinen, natürlich kann ich geile Sachen bauen. Das ist ganz cool, aber aus meiner Sicht irgendwie nicht ganz so zielführend. Zu zeigen, dass man natürlich auch mit kleineren Maschinen wunderbare Sachen bauen kann und vor allen Dingen sicher arbeiten kann, was mir so wichtig ist. Genau das möchte ich euch in Zukunft zeigen und ich hoffe, dass ihr das verstehen könnt. Das ist für mich tatsächlich echt ein großer Aha-Moment gewesen, wo ich so dachte, oh, hast du ja gut gemeint, Brudi, aber halt ein bisschen doof umgesetzt.
Jetzt gucken wir erstmal rein. Vielleicht sind es ja alles Einzelteile, die leicht sind. Wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Es sind Einzelteile. Oh. Nein. Ah! Oh nein. Ah! Oh. Hallo? Los, klein Sack. Das ist so ein mega fettes Gussteil. Oh. Ich hatte das befürchtet. Eventuell, ich schätze, ich krieg das alleine nicht bewegt. Vor allem nicht, ohne dass ich mir wieder die Leiste breche. Insofern, ich räume hier nochmal ein bisschen auf und wir widmen uns dem anderen großen Paket. Das wiegt, glaube ich, nur 180 Kilo. Oh nein. Ich laufe hier einfach wie so ein kopfloses Huhn rum. Das ist das erste Mal, dass ich umziehe und nebenbei neue Maschinen aber hier bleiben. Ich überlege jetzt gerade, ob es nicht sinnvoll ist, erstmal die Formatkreissäge so weit abzubauen und vielleicht irgendwo da hinten hinzuschieben. Gott, Leute, ich habe keinen Plan. Den Umzug der Maschinen lassen wir natürlich wieder professionell machen, weil es ist einfach außerhalb von dem, was sicher und menschlich für uns machbar ist. Ich glaube, ich räume jetzt erstmal hier alles frei, damit ich das bewegen kann, damit wir dann das Paket vielleicht dahin stellen. Wir probieren es einfach aus. Ich rede gar nicht viel. Ist das bei euch auch so, dass ihr gewisse Sachen irgendwo lagert und euch denkt, das macht Sinn? Ein Möbelscharnier, ein blauer Edding, ein Schraubenzieher und eine Rohrzange, ein Kugelschreiber, hey Herrgott, ein Ding von einer Zwinge und ein Bitsatz. Meine Fresse, es wird Zeit, dass ich hier aufräume, oh Gott. Richard, wenn du das siehst, halt mehr Ordnung als ich in der anderen Werkstatt und lass mich mit der Ordnung. Schmeiß mich raus, wenn ich versuche aufzuräumen. Ich bin ein Teufel da drin. Perfekt. Das macht schon mal viel mehr Platz hier. Wir haben den Arm, oder wir, ha, schön wäre es, wenn ich nicht alleine wäre. Den Arm abgebaut, das Ding ist mega schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wie eine Formatkreissäge transportiert wird. Die Tische können soweit dranbleiben, aber dieser Arm muss halt ab. Und ich hoffe mal, dass wir überhaupt durch die Tür passen. Ich messe das nochmal eben aus. Also, oh, sowas hatte ich befürchtet. Wir haben nie geplant, hier wieder auszuziehen mit der Werkstatt. Oh, mein Rücken, aua. Oh, aua. Wir müssen die Säge ein bisschen mehr auseinanderbauen. Diese beiden Anschläge hier müssen ab, weil sonst passt die Säge nicht durch die Tür. Das geht ja gut los. Nichtsdestotrotz, wir haben zwei Techniker an dem Tag da. Also ich gehe mal davon aus, dass sie das hinbekommen. Ich versuche jetzt hier alles rumzudüdeln, damit wir die Säge trotzdem schon mal hier hinbekommen, weil ich glaube, die muss eh als erstes raus, weil das ist das fetteste Ding überhaupt. Also, weiter geht's. Gott, der Mittwoch wird aufregend. Aber gut, dass ich schon mal anfange, weil dann weiß ich das schon für Mittwoch. Und
Also das ist ein Riesending, diese Säge. Und man sieht, unten liegen ein paar Tischtennisbälle, 3 Stück. Und obwohl ich so viel sauber mache und eine sehr gute Absaugung habe, ist natürlich da unten trotzdem jede Menge Staub. Also was ich jetzt mache ist, ich will die Säge jetzt da irgendwo hinstellen, damit der Weg raus aus der Tür relativ straight ist. Dafür muss ich jetzt hier ein bisschen rumkriechen, wie ich das filmen soll, keine Ahnung. Und ich muss da wohl die Ecke endlich mal aufräumen. Aber ich bin ehrlich mit euch, so sieht's halt aus in der Werkstatt. Viele von euch kennen mich auch als Tiefseetaucher Jones. Ich zeige euch jetzt mal, warum Absaugung oft irgendwann nicht mehr so gut funktionieren, gerade bei Tischkreissägen. Moment. Guckt mal da. Das sind alles Abschnitte, die sich da drin gesammelt haben. Immer wenn man die abschneidet und die werden sozusagen eingesogen. Oh, Moment. Dann landen die da. Und das ist echt jede Menge. Gerade diese langen Abschnitte verstopfen natürlich alles. Oh Gott, und da ist so viel drin. Oh, aber man geht natürlich selten daran. Ich glaube, das war das Gröbste. Also hier seht ihr das. Obwohl ich so oft sauber mache, solche Teile verstopfen natürlich alles. Ganzen Boden auseinandergerissen bei der Fahrt. Aber der Adler ist da gelandet. Da ist jetzt Platz. Da mache ich jetzt sauber. Und dann können wir da vielleicht die neue Säge schon aufbauen. Mal gucken. Das war sau anstrengend. Eine Frage, die auch mal wieder kam, ist: Warum saugst du so oft ohne den Adapter drauf, also ohne den Staubsaugeranschluss? Ich finde, das Ergebnis ist hiermit deutlich besser und da wir hier später auf jeden Fall Boden verlegen wollen, macht es Sinn, dass wir möglichst allen Staub wegbekommen. Ich finde, das geht so am besten. Mittlerweile herrscht das komplette Chaos. Ich habe auch aufgegeben, so zu tun, als sei es nicht so. Ich habe jetzt sogar gerade bei Instagram noch eine Umfrage gestartet. Der helle Boden sieht eigentlich auch mega aus, gerade im Kontrast zu der Wand. Also überlege ich, den Boden hier rauszunehmen, den können wir in einer anderen Werkstatt auch verlegen. Aber unabhängig davon ist jetzt die große Frage. Erst Paket dahinstellen und dann auspacken? Oder erst auspacken und dann versuchen, die Säge hinzuziehen? Oh, was würdet ihr machen? Ihr werdet in so circa 15 Sekunden sehen, was ich mache, aber schreibt gerne einmal, wie ihr es gemacht hättet. Alter Schwede. Geil. Richtig geil. Zumindest weiß ich, wie rum das Ganze jetzt stehen müsste. Ich glaube, ich probiere es hier so rauszuholen. Ich habe es jetzt doch hier hingezogen und ich habe Handschuhe an. Die Dinger sind immer so crazy eingefettet. Der Plan ist einfach. Ich ziehe es hier raus. Alles eingesaut, aber stehen. Ich habe mich für eine Laguna-Maschine entschieden. Das liegt an 2 Sachen. Ich habe ja gesagt, ich möchte eine Säge haben und Equipment hier in der Werkstatt, wo wir vornehmlich auch YouTube-Videos drehen und wo ich meine privaten Projekte baue, die näher an dem dran ist, was viele von euch nutzen. Das bedeutet nicht, dass ich mir jetzt hinstelle und sage, eine Bosch GTX 10 ist gut. Finde ich nämlich immer noch nicht. Aber der Aufbau der Säge ist im Prinzip relativ identisch. Auch die Arten von Anschlägen, die wir haben und Co. sind im Prinzip gleich. Trotzdem haben wir ein etwas größeres, stationäreres Modell. Nur für jetzt alle, die jetzt sagen, ja, du verlierst, wer du bist. Nein, nein, ich bleibe bei dem, was ich bin. Ich weiß nur, wie ich die 2 Sachen aufteilen will.
Und die Säge werde ich heute nicht aufbauen, aus einem ganz einfachen Grund. Sie steht zwar schon da, wo sie stehen soll, so Pi mal Auge, aber es gibt eine Person, die liebt es, über alles solche Sachen aufzubauen. Das ist Reggie. Und ich kann das Ding nicht ohne ihn aufbauen, einfach weil er sonst super enttäuscht ist, weil er liebt es mit irgendwelchen Winkeln und sonst was und hier noch messen und da noch Schräubchen drehen. Das ist genau sein Ding, deswegen mache ich das safe mit ihm zusammen. Also, das Ding ist, das möchte ich wirklich gerne mit Richard machen. Und alle, die fragen, wo ist Richard? Wo ist Richard? Zu Hause. Er plant mit die neue Werkstatt und er plant auch für sich selber viel. Aber dazu sage ich gar nicht, will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Das muss er irgendwann mal sagen, wenn es soweit ist. Ich versuche jetzt hier, soweit es geht, aufzuräumen. Es ist einfach viel, viel schlimmer als vorher. Aber das war ja klar. Und eine Sache muss ich auch noch überlegen. Ich habe jetzt zwei Absaugungen für im Prinzip zwei Maschinen. Das ist noch die Frage, ob das so sinnvoll ist. Ob die Laguna da stehen bleibt, weiß ich nicht. Ob ich eventuell diesen Arm einfach hierhin verlängere, könnte auch sein. Das muss ich alles mal überlegen, aber vor allen Dingen muss ich jetzt ein bisschen aufräumen. Da unten liegt noch eine andere Maschine. Ihr könnt ja mal raten, was das ist, ob ihr es von da erkennt, weiß ich nicht. Wir werden hier richtig krank viel Platz haben. Die neue Säge ist so klein. Und ich habe mich entschieden, also der Boden bleibt drin. So war auch die Abstimmung bei Instagram. Und das ist mir natürlich auch wichtig, wie ihr das findet. Ich werde nur die Gyro Air erstmal nehmen, aus einem ganz einfachen Grund. Bis wir die neue Absaugung in der neuen Werkstatt dann haben, braucht ja Reggie irgendwas, um abzusaugen. Und ich theoretisch auch, wenn ich da arbeite. Deswegen nehmen wir die Laguna mit, weil Laguna viel mobiler ist als die Gyro Air. Es ist unfassbar viel Platz. Man merkt das erst, wenn es mal wieder leer ist. Wie viel Platz. Das ist meine Güte. Mann, ich merke, also ich bin die ganze Zeit schon angespannt, aber jetzt merke ich erst so richtig, was passiert. Wenn der Dickenhobel da noch weg ist, ey, dann haben wir hier, können wir auch ein Schwimmbad bauen. Also, das ist jetzt erstmal der Stand, wie es jetzt ist. Ich muss noch ein paar Oberflächen aufräumen, Plätze für die Zwingen finden und so. Und Zwingen müssen wir sowieso ja noch komplett aufteilen, denn wir brauchen drüben auch Zwingen. Wir werden so ziemlich einen 50-50-Cut machen. Die neuen war halt jetzt hier, weil die will ich auf jeden Fall erstmal testen. Und von den anderen, die ich bis jetzt habe, gehen genau 50% rüber und 50% bleiben hier. Das ist nur fair. Sägeblätter, Fräser und Co. habe ich alles schon rausgelegt. Puh. Eigentlich ist es jetzt so der Stand, jetzt müsste Mittwoch sein. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mega lange brauche. Ich habe jetzt auch einen Dreivierteltag gebraucht, um hier rumzurödeln. Aber gut, besser, es ist schon erledigt und wir haben dann am Dienstag weniger Stress und vor allem am Mittwoch. Aber so ist es jetzt erstmal. Meine Güte, das ist so aufregend. Ich freue mich mega drauf, mit euch zusammen in die neue Werkstatt einzuziehen und vor allen Dingen da auch alles einzurichten. Aber jetzt muss ich eine Pause machen. Das ist auf jeden Fall was, wenn ihr Freunde habt, dann wartet, bis sie da sind. Meine Freunde, die auch gleichzeitig meine Angestellten sind, sind alle nicht da. Und meine Freunde, die meine Freunde sind, die wissen schon, was meine, ey, hast du mal am Wochenende Zeit? Aussagen sind. Insofern, ja, gucken wir mal. So ist es jetzt. Der Vlog ist erstmal zu Ende. Boah, ich brauche was zu trinken, was zu essen und eine Playstation. Ciao.